Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 13.2 und dem Beagle. So, wir gehen in Richtung Finale. Are they starting the launch already? Well, we better get moving. Hope's cocoon is just ahead. Yule, are you watching? I shall fulfill my promise. Your suffering will end. Alter, der hat sich jetzt nicht im Bahamut verwandelt, oder? Das sieht verdächtig nach Bahamut aus. Mit Baby Chocobo. Wo auch immer er die ganze Zeit war. Also Sasch meine ich jetzt. Es ist einfach immer episch. Go, Kaius. You wanna see how well you've trained me? Ich muss es leiser machen bei mir. Es ist zu laut bei mir. Ich wusste es, Bahamut. Chaos, Bahamut. Ach du Scheiße, mir wird gemacht. Besser ist das. Ich habe nur 4 Analysatoren. Das ist natürlich schlecht, ne? Shit, ey. Alles halbiert? Warum habe ich das überhaupt nachgeguckt, wenn alles halbiert ist? Ach du Scheiße. Oh. Das tut weh. Nee, nee, nee. Ich wollte ohne Front, ohne Front, ohne Front. Komm, heil dich, Kleiner. Metamorphose? Ich habe das Gefühl, das kann mit Pech sehr weh tun. Thanks, buddy. Du könntest mich auch heilen, Chocobo. Thanks, buddy. Was hast du denn gemacht? Wo das? Kannst du auch logisch heilen oder kannst du nur unlogisch heilen? Die Mega Flare, die könnte jetzt ziemlich wehtun mit Pech. Okay. Wenn der jetzt nochmal die Mega Flare macht, bin ich am Arsch. Sag ich doch. Nee. Egal. Get him!
Okay. So, Chocobo, ich hab dir jetzt ernsthaft gut geholfen, ne? Krieg's hin. Der hat mir nur 300 Punkte gebracht? Ach du Scheiße. Still don't know the truth, Sarah. You are the same as Yul. You can see the timeline. Sie weiß das. Even if you save your future, you will not survive to see it. I know the truth, Caius. I know that every time I change things, I lose a part of my life. But don't you see? I don't care. I'm here to protect the future. And I will! How very noble. You shall die first. Das sehen wir ja noch. Alter, ich muss den analysieren, ob ich das möchte. Aua. Ich kann gar nichts machen. Ach du Scheiße, nee. Das war schlecht, ehrlich gesagt. Aber egal. So, jetzt kann ich auch... Oh, der geht voll auf Sarah, ne? Scheiße. Oh, der geht voll auf Sarah. Der hat ein echtes Problem mit Sarah, ne? Aber mein Bomber, das war Gold wert, was ich mit dem Bomber gemacht habe. Königsfehde Sarah. Und grüne Front. Egal, ich hab ihn gleich. Okay, schnell, 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 schnell. Greif doch an! Danke. To live is without meaning. Ich hab 0 Punkte gekriegt. Oi. Jetzt bin ich doch am Ende überlevelt. Auch nicht schlecht. Aua. You fight bravely to protect your friends, like a true guardian. What about you, Caius? You swore the same oath to protect Yul. Everything I do is for Yul. Her spirit is bound by a curse. What curse? How many Yules have you met on this journey? The jewel of the Farseers is reincarnated without end in every age. Think what that means. Her only purpose is to die over and over. Even though she can see the future, she's not allowed to escape her fate. She is born knowing that she will die before she has truly lived. Countless deaths without a life to give them meaning. I will break the cycle of despair. No matter how great the sacrifice, I shall destroy time and fate itself. Then your spirit shall be free! No! No! Sarah, come on! Tanzen, aber Lightning nicht. Ich meine, Valhalla ist jetzt gerade nicht in Gefahr, wenn er bei uns ist. I'll see you on the new cocoon. Don't be late. Okay.
Count on it. This isn't goodbye. Yeah, we'll be there. And Lightning will be with us. Take care. Warum habe ich das Gefühl, dass einer von beiden gelogen hat? Und dass es Sarah sein wird? Weil Sarah hat im Grunde schon angekündigt, dass sie sich opfern wird, so oder so. They'll be back. Okay. And here we go. Weil selbst wenn sie, also wenn sie alles wieder gerade rücken, dann ist es doch Sarahs. Sarahs. Ach, wie drücke ich es jetzt aus? Mir fällt nur das englische Wort ein. Schicksal zu sterben. Ich habe das Gefühl, das Spiel sagt am Ende ein richtig großes Fick dich. It's Valhalla. Und es wäre nicht das erste Mal, dass Final Fantasy einen Hauptcharakter sterben lässt am Ende des Spiels, ne? This is Odin. Is Lightning trying to help us? I think she sent us a present. She's watching you try to save the future and lending you a hand. Not just me. She's helping you too, Noel. Here in Valhalla, the chaos is my ally. Now let us decide the true history. Okay, direkt mal wieder analysieren am besten. Geht da jetzt wieder nur auf? Mist. Bahamuts Auge, ey. Warum Bahamut? Was ist mit denen los, dass sie immer Bahamut machen? Ich sag nur Final Fantasy 16. Aber der geht irgendwie sehr easy. Ja, als ich da war, habe ich nehm's zurück. Und ja, schreit lang. Echt jetzt? Was? Oh, du bist so ein Arschloch. Ich hatte doch gewusst, dass das ein bisschen eigenartig ist, dass der so stark ist, dass das so schwach ist. Das tut ein bisschen weh, ne? Oh Gott, ich sterbe, glaube ich. Dieses Schokobo hält mich leider echt schlecht, wenn ich ehrlich bin. Ich habe überhaupt keine Zeit. Wer ist tot? Einfach alle irgendwie? Alter, jetzt hau doch mal rein, ey. Ohne Witz, das ist unlustig. Scheiße, jetzt bin ich da schon wieder am Arsch. Aber gar nicht so sehr, wie ich dachte. Kann ich mich wagen, wieder zurück in die Verheerer-Front zu gehen? Eher nicht so, eher nicht so. Mm-mm. Okay, aber bye, ich versuch's. So, jetzt dürfte ich genug haben. Au. Komm schon, nein, nein, nein. Oh. Hab ich ihn besiegt? Oh, ich habe ihn besiegt dabei. Das war Glück. Okay, ich wette, jetzt kommt wieder Quicktime-Events wie nach jedem Boss. Ja, ich hab's doch geahnt. Scheiße, ey. Ich hab Angst. Do you think this will make Yule happy? Which Yule are you talking about? I've known and protected hundreds of Yules. They had the same soul. Every one of them was unique. A Yule who dreamed of travel. A Yule who loved to sing. A Yule who collected flowers.
died. All of them. Before my eyes! But despite that, she chose to live again. So she could be with you! I only ever knew the one you were. That was enough. You don't have to cry. We will meet again. She was smiling when she died. She believed in the future. She knew we'd meet again. Think, Caius, think. Was it really a curse? Was it forced on her by Etro? Do you really think that Yule wanted to die and not come back? Of course not. Yule wanted to come back. Every time she died in your arms, she wanted to come back. She knew her next life would be short. She knew! Because she wanted to see you. Again and again without end. Enough, no more. Lies! Why won't you believe me? Weil du nicht das Ende der Welt hervorrufen kannst und dann sagt dir jemand, du lagst falsch. Ja, stimmt, es müsste jetzt auf Noel übergehen, oder? Was? Das lässt Lightning doch nicht zu, oder? Wusste ich doch. It's up to you to keep hope alive. Ja. Okay, Analyse. Den roten zuerst. Wenn der heilen kann, den zuerst. Bahamut Passio. Ich nehme an, den der hinten, den kann ich erst angreifen, wenn die beiden vorne tot sind. Wird schon gehen. Ich bin ja zum Glück total überlevelt. Die sind aber bis jetzt ein bisschen leichter als Kaius, wenn ich ehrlich bin. Was mich mehr irritiert, als ich zugeben möchte. Der eine ist nämlich jetzt schon tot. Was kann der? Kann auch TP heilen, wirkt gewaltige Magie, resistent gegen magische Angriffe. Das ist jetzt blöd, ne? Ich habe nur zwei Verheerer mit dabei.
Aber ich kann ihn in den Schockzustand versetzen und dann kann Noel hoffentlich sein Wunderwerk vollbringen. Warum auch Sarah, ey? Dann hau mal rin, Noel, ja? Ich glaub an dich. Ich mich trotzdem noch heilen oder wenn es könnte sehr knapp werden, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube nicht, dass das was wird. Jetzt ist es normal, okay. Eventuell habe ich jetzt Zeit, hat das Chocobo jetzt Zeit, mich zu heilen. Ich weiß es nicht. Nee, hat es nicht. Scheiße. Wow, Leute, der Gegner kann, ne? Zurückwechseln auf den Kopf. Ich habe dafür eigentlich keine Zeit. Voran hier, das ist ja mies. Das ist mies, Leute, das ist mies. Okay. Oh, meine Magie lässt nach. Au, 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 au. Ach, Schnauze, du Arsch. Was? Oh, nee, 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 nee. Ah, okay, der holt die wieder zurück, wenn man zu langsam ist. Da ist er, der eine Kampf. Ja, ich denke, das geht jetzt nicht. Schön, danke. Ich dachte zwar einen Moment, ich könnte aus der Heilfront raus, aber nein. Schreien so laut du kannst an, ey. Okay, ich hab's aber gleich. Okay. Warum ist der wieder geheilt, dieses Arschloch? Okay, aber es ist anders, also Lichteruption, irgendwas ist anders, also wartet mal gegen, nein, das wollte ich gar nicht. Egal. Also.
Aber ich habe ihn gleich. Ich habe einfach schon wieder einen anderen Bahamut. Phase 3 Bahamut. Okay. Jetzt rastet der irgendwie ein bisschen aus, kann das ist. Ja, er rastet aus. Und zurück auf die grüne Front, sonst wird das alles nichts. Denn der tut weh. Zerstörungssaat, das klingt nicht gut. Das klingt sogar sehr beschissen. Die kann ich auf der einen Seite Magie oben haben, auf der anderen Seite aber Magie auch runtergebracht haben. Dann bin ich ja wieder bei Null quasi. Gigaflare, Gigaflare tut weh. Gigaflare tut weh. War's das? Bin ich tot? Noch nicht ganz. Noel ist tot. Ich komme aber auch aus der Attacke gerade nicht mehr raus. Schaffst du es, Schokobo, oder soll ich dir irgendwie helfen? Alter, ist der mies. Der ist mies, Leute. Der ist wirklich mies. Wenn der seine Gigaflare nochmal macht, bin ich am Arsch. Weil das Chocobo halt mich nicht schnell genug. Okay. Ich mach einfach mal. Hauptsache, ich mach irgendwas. Todessonne. Das klingt auch nicht gerade verlockend. Das klingt in etwa so scheiße wie... Ich wollte es gerade sagen, es klingt so scheiße wie Gigaflare. Gut, dass ich genug Tränke habe. Kriegst du es hin, Chocobo, oder soll ich nochmal... Nee, er kriegt es, glaube ich, hin. Oh Gott, das heißt, da kommt gleich was Neues, ja. Aber noch eine Runde, denke ich, dann haben wir ihn. Ich würde ja gerne, ich würde gerne so viel mehr machen, aber das macht es mir unmöglich. Scheiße, Mann. Drohgebärde. Ja, kannst du mir so viel drohen, wie du willst. Bin von dir maximal enttäuscht. Aber ich habe noch nie so einen schlechten Heiler wie dieses Chocobo gehabt. Aber Kates ist irgendwie... Oh Gott, hier ist das jetzt auch noch da. Scheiße, ey. Egal. Schlitzkling. Das ist die Schlitzkling, da wo sie hingehören. Ne? Natürlich tut der weh, was auch sonst. Aber wenigstens konnte ich jetzt fast wieder hochheilen. Das ist in Ordnung. Denn der andere Bahamut nämlich jetzt gleich direkt wieder eine Gigaflare macht, wird es zwar wehtun, aber nicht tödlich sein. Und das ist gut. Phase 3. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Phase 3 ziemlich scheiße ist, ne? Aber dieses Vieh ist echt heftig, wenn es schreit, ne? Phase 2. Tu mir ruhig weh, danke. Du schickst mir wieder deine Dudis auf den... Tat weh, hat mich aber zum Glück nicht getötet. Noch nicht jedenfalls.
Okay, komm, komm, komm. Ich habe keine Wahl. Ich muss mit Heiltränken dem Chocobo helfen, sonst bin ich voll am Arsch. Aber jetzt schaffst du es doch, oder? Einmal nur kurz wechseln für... Und dann wieder zurückwechseln. Aua. Ah, komm, pack ihn in den Schock, pack ihn in den Schock. Und jetzt hau hin. Ja, dass der unzähmbar ist, schon klar. Oh nein! Boah Leute, wir sind so nah dran, wir sind so nah dran. Wir sind so nah dran. Ja! 2 Sterne, das war klar. War keine Meisterleistung. Reborn because of me, and I have to die. We must free you. Kill me. You're the only one that can end this eternal torment. Even if it were for Yule's sake, I wouldn't want to kill you. Lightning is dead. I killed her with my own hands. Will you allow me to go unpunished? He's lying. In Valhalla, time does not flow as it should. Long before we began our battle here, I had already faced her. Now, she sleeps, never to wake. Things that shall happen in your future have already been decided. In my own past. I know how it begins and how it ends. Then you should know you can't provoke me. No matter how hard you try, I'm not going to kill you. That's right. You hate to kill anyone, don't you? Noel, born at the end of days. You understand the true value of life. But know this. You will kill me. Scheiße gebaut. Give it up. I won't do it. Impressive. No! He who can change time must choose between those who die and those who live. You must bear the burden. No. The eternal paradox! Caius!
Noel. He always wanted to come back here, didn't he? He wanted to come back here to die. He thought if he did, he could end Yule's cycle of rebirth. This way, all the Yules that are called back to Valhalla, they can be with him here. They don't have to return to be born again. He heard you. In the end, he believed what you told him. Ach so, ganz viele Sachen kann ich erst nach dem Ende machen. Interessant. But that's all there are. Possibilities. There's no death here, but no real life either. The Yules that returned to this place chose a different fate. They wanted to be born again. They didn't need immortality. They wanted reality. But Caius wanted something different. Something he thought was better than life. A dream where he could protect the spirits of all the Yules forever. But I'm not like him. I'm going to find her. Find my Yule. It doesn't have to be forever. I want to be with her in the future. Then, let's do it. Build a new future. Yeah. I never wanted to hurt anyone. I didn't want to lose my Yule. I didn't want to lose any of them. No one deserves to die. Not even you, friend. Farewell. Dann habe ich ja doch geschafft, dass alle überleben. Aber ich glaube, dass es irgendeinen Haken hat. And the timeline is back to how it was. Kubel. Sarah, you feeling okay? When the timeline changed, did you see anything? I mean, did you feel any pain? No. I feel great. Good. Why don't we go and find Lightning? Okay. I don't think she's here, Kubel. Wait. You don't think that Caius really... No. That was just a lie. Now that the timeline is fixed, she's back in her own world. I bet she's waiting for you, along with everyone else. The paradoxes are resolved. The gates will disappear soon. We better hurry on back. Right. So this will take us to 500 AF. I guess that's where we'll be living now. 500 years in my future. Maybe Lightning will be there. The future Lightning fought to protect. It's the start of a brand new era. What about Fang and Vanil? They'll be there for sure. And don't forget, Hope is in that time as well. Once the gates disappear, everyone stays where they are. Every day, we'll be able to look into the sky and see the new cocoon above us. Also dafür, dass die sie schließen können, reden die echt viel. So, well, we'll see. That'll be up to Lightning, I think. Yeah? Yeah. Let's go. Yeah? Das ist mir gerade irgendwie zu Happy End-lastig. Ich weiß, 13 hatte auch das mega Happy End, aber irgendwie ist mir das fast schon zu kitschig Happy End. Irgendwas muss da noch kommen. Deployed. Major fissures detected in the pillar. Collapse is imminent. Rescue team report. Hold on. Switching displays. We're pulling out. Come on, Saz. We've got Vanil and Fang. Their crystal is intact. Bringing them home. Great work.
Thank you, Saz. Thank you for saving them. They've kept our world safe for centuries. But now they can rest and join us in our new arc. Paradox levels are holding. Sir, they're not coming down. The gates haven't been shut down yet, which means the timeline must still be unstable. Director? It's okay. Sarah and Noel will fix it. They just need more time. The pillar is coming down! This is our ark, our haven. It will be called Benevelza, and it shall be the new home for the human race. Good to see everyone again. Yeah. The gates are closed. It's the end of our journey. Now, please. Sarah, snap out of it. No! No. Sarah. Ich hab schon befürchtet, dass es an dem Paradoxum lag. Now we
But why? You were safe. Everything was fine. The future changed. It changed. If you change the future, you change the past. The effects ripple outwards, up and down the timeline. Asiris is forced to see it all. You mean Sarah? She saw this vision? Yes. And it killed her. Sarah. She knew the risk. If we altered the future, she knew what would happen, that her life could be in danger. But she still chose to save it. I wanted to protect her. I thought I had. I thought she was safe. The heart of chaos beats in my chest. A manifestation of Etro. Should this heart stop beating, the goddess will die once again. I killed the goddess? Ja, toll. Cool. Scheiße. When the goddess dies, the chaos of Valhalla is unleashed. The chaos has the power to warp the timeline and destroy the past. Ich möchte kurz festhalten, beim Retten der Zukunft haben wir die Zukunft zerstört. Lightning war wirklich tot. Ihr Hurensöhne, jetzt muss ich drei The Lightning Returns spielen. Okay. Ladies and Gentlemen, das war Final Fantasy 13.2. Ich mach's jetzt mal ein bisschen leiser. Ich wusste nicht, dass, dass 13 und 13.2 zusammengehören oder zumindest so halbwegs zusammengehören. Ich finde, das hat man sich jetzt auch eher zurechtgeschustert, wenn ich ehrlich bin. Das mit Sarah, ich hatte es befürchtet, weil in Valhalla konnte sie die Auswirkung noch gar nicht spüren, weil die ganzen Zeitlinien sich noch gar nicht beruhigt hatten. Dass sie dann tot umgekippt ist, als alles bereinigt war, okay. Ich weiß halt jetzt nicht, sie ist gestorben, weil sie die Zukunft gesehen hat, aber es gibt keine Zukunft mehr, weil wir die Zukunft gerettet haben. Das muss man einem erzählen, weißt du, du nimmst das Handbuch zum Rettung der Welt und da steht, du kannst die Zukunft retten, indem du Kaius aufhältst, aber dann stellt sich raus, wenn du Kaius aufhältst, der die Zukunft zerstören möchte, zerstörst du die Zukunft. Ja, gut, ne, es ist ein ziemlich blöder Plot-Twist, weil du kannst dann im Grunde nichts richtig machen. Wie hat mir Final Fantasy 13.2 gefallen? Generell gut, nicht so gut wie 13, ganz klar. Ich möchte übrigens die 13er-Reihe komplett losgelöst von anderen Final-Fantasy-Reihen
betrachten, weil A wird Final Fantasy 13 immer einen ganz, ganz besonderen Platz in meinem Herzen haben, weil das ein Teil ist, den ich gesuchtet habe ohne Ende und den ich liebe. Ich liebe Lightning als Charakter. Ich habe, wie gesagt, 13.2 jetzt das erste Mal gespielt. Lightning Returns wird es jetzt auch das erste Mal sein. Sollte ich das aber jetzt halt, wie gesagt, im Vergleich zu zum Beispiel einem Final Fantasy 7 Remake, 16 oder sonstiges packen, dann ist es immer noch ein gutes Spiel, es ist immer noch ein schickes Final Fantasy, aber es hat mal ein paar Schwächen. Und diese Schwächen waren vor allen Dingen, dass ich keinen Anreiz bekommen habe, außerhalb der Timeline so richtig mich umzugucken. Das Spiel war, ich befürchte, das wird im nächsten Spiel noch komplizierter werden. Das Spiel war furchtbar, furchtbar komplex aufgebaut von seinen Timelines mit den ganzen Fragmenten und den ganzen Artefakten, die man brauchte, um die Portale zu öffnen. Ich habe keinen Anreiz bekommen, mich damit auseinanderzusetzen. Hätte ich das nicht ohne Lösungsbuch gespielt, dann hätte ich auch ehrlich gesagt, glaube ich, ziemlich im Frust geschoben. Aber das will ich dem Spiel gar nicht mal so ankreiden, weil das war bei Final Fantasy früher sehr oft der Fall. Dass man ziemlich viel Scheiße bauen konnte ohne Lösungsbuch. Deswegen kreide ich das jetzt mal nicht an. Es ist eindeutig nicht der stärkste Teil. Für mich zumindest. Von den 13er Teile, das Teil 13, der erste Teil 13, also einfach sehr viel geiler gewesen, was auch an den ganzen Charakteren lag. Was ich aber sehr geil fand, ist, dass wir alle Charaktere nochmal auf ihre Weise gesehen haben. Wir haben Snow nochmal gesehen, wir haben Fang und Vanille gesehen, wir haben Hope. Hope hatte sogar eine sehr, sehr wichtige und doch vergleichsweise auch große Rolle, obwohl er nur ein Nebencharakter war. Wir haben Sash nochmal am Ende gesehen als bester Pilot, was er ja auch in 13 erwähnt hatte, dass er das ist. Das fand ich unglaublich schön. Das hat mir so ein bisschen das Spiel auch versüßt, weil sie gezeigt haben, dass sie wirklich an eigentlich alles gedacht haben, nur nicht daran, das Spiel ein bisschen weniger kompliziert zu machen. Ich mochte Noel eigentlich, weil Noel eigentlich ein grundguter Kerl war. Jewel tat mir leid, über die hat man halt jetzt auch gar nichts mehr erfahren, außer dass ihr Wunsch war, dass wir Kaius nicht töten. Sie hätte sich vielleicht ein bisschen klarer ausdrücken sollen, dass Kaius Tod bedeutet, dass die Zukunft trotz allem zerstört ist. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall für alle tapferen Menschen, die da draußen zugeguckt haben bis am Ende, weil das Let's Play lief teilweise wirklich sehr schlecht zwischendurch. Waren da mal Ausreißer drin und ich hatte das, keine Ahnung, woran es lag, dass dann doch Leute sich gesagt haben, okay, ich gucke mir den Scheiß mal an. Aber daran merke ich einfach, dass 13 wirklich nicht sonderlich beliebt ist bei euch. Aber ich find's witzig, bei Assassin's Creed ist Syndicate angeblich auch eins der unbeliebtesten Teile, wird bei mir aber doch sehr stark geguckt. Vielleicht einfach, weil es schon lang genug her ist. Aber ja, ich würde sagen, wir sehen uns in Lightning Returns wieder. Sieht fast schon so aus, als wäre der Abspann bald vorbei. Was heißt bald, aber früher war die nicht so lang wie... Ich nehme das zurück, Alice Madness Returns. Ich habe gedacht, EA will mich verarschen bei 40 Minuten Abspann. Auf jeden Fall, wie gesagt, danke, danke, danke für alle tapferen Zuschauer, die bis jetzt da am Ende dabei geblieben sind. Ich muss sagen, ja, Sarahs Tod war jetzt sehr schade. Es hat mir leid getan. Es hat mich jetzt aber zum Beispiel nicht so umgehauen wie gewisse Tode in Final Fantasy 16 zum Beispiel, aber auch zum Beispiel Final Fantasy 7 Remake, im Speziellen bezogen auf die ganze Szene mit Reaktor 7. Und Sektor 7. Aber auch in Rebirth haben sie doch einiges eingebaut, wo ich wirklich heftig geweint habe. Ich sag immer noch, dieser Bullshitter Kate Sis, ey, ohne Witz. So ein Bullshitter einfach. Dagegen hat Sarahs Tod mich leider fast nicht so wirklich berührt.
Er kam halt nicht unerwartet, weil, wie gesagt, Sarah hatte es angekündigt, dass es ihr scheißegal ist. Hätte man deutlich, also der Endkampf war schon geil inszeniert, ja, aber nicht so episch wie manche andere. Jetzt vergleiche ich es doch mit anderen Final Fantasy Teilen, aber zumindest den Endkampf. So, ich habe am Ende jetzt nicht dieses epische Gefühl gehabt wie in dem ersten Teil, aber auch 16 oder Rebirth oder Remake, wobei Remake habe ich am Ende keinen epischen Moment gehabt, sondern einfach nur ein Rage Quit auf der Autobahn. Und auch in 8, die der Endboss. Ja. Also. Ich lasse den Abspann jetzt ablaufen, werde wohl heute noch tatsächlich mit Lightning Returns anfangen, weil ich wissen möchte, wie sie das alles mir erklären wollen. Ich denke mal, in der ersten halben Stunde wird fast nur Zwischensequenz kommen. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Ich blende mich jetzt aus und haut rein.